Shalom Aleichem, Bruchim Abayim, herzlich willkommen, Mishnah lifnei Hashena, eine Mishnah vor dem Schlafen gehen. Wir sind in Pirkei Avot, Kapitel 1, Mishnah 10, Leilui Nishmas, Händel Helen, Bat Aaron. Shmaya und Avtalion empfingen die Lehre von innen. Shmaya sagt, liebe die Arbeit und hasse des Herrschen. Mache dich nicht bekannt mit dem Herrschenden. Shmaya und Avtalion waren beide Proselyten, heilige Menschen, gute Menschen, liebten Arbeit, spielt keine Rolle, welche Arbeit du arbeitest. Es ist eine Schande, nicht zu arbeiten. Es gibt nicht eine Arbeit, die Schande ist. Es gibt eine Nichtarbeiten, die eine große Schande, Buscha. Warum, sagt Rabbeinu Bachje, das Existenz von dem Mensch, Adam le'amal yulad, ein Mensch ist geboren zum Arbeiten und steht geschrieben in 5. Buch Moshe, Yevorechecho Hashem, Eloikecho, Bechol Masi, Yodecho, Asher Ta'aseh Hashem, der Ewige, dein Gott, wird dich benchen, segnen in alle deine Taten, wenn du tust. Afilu Yosef Batel, auch wenn er sitzt und er tut gar nichts, nein, Bechol Masi, Yodecho, do your best, and Hashem will do the rest. Und wenn nicht, hat er keinen Segen. Rabbi Shimon ben Elozer sagt, Adam Arishon in Gan Eden hat nichts verdient, bin hat er begonnen zu arbeiten. Hashem sagt, von alle Bäume sollst du essen. Er hat ihm gelassen in Gan Eden, 1. Buch Moshe, 2. Kapitel 15, Leovdo ule Shomro, zu arbeiten und zu hüten. Der Mensch ist reich, wenn er hat eine Arbeit. Es war in der Stadt Athen in Griechenland ein großer Weiser, der hieß Zolon. Und jeder Kind, wo sein Papa hat ihm nicht beigebracht, einen Beruf, er war frei zu ernähren seine alten Eltern in die Eltern. Warum? Damit auch reiche Eltern sollen lernen ihre Kinder Beruf, das Leben von Zolon. Und sollen sie nicht laufen ledig die ganze Nacht. Und man sieht, dass in Türkei auch die Prinzen mussten lernen, einen Beruf, der hat nichts zu tun zu der Herrschaft. Und zwischen die Sultans sogar war Schreiner, Diamanthändler, Kopie von Büchern. Und die Gemara in Kiddushin sagt, jeder, der bringt nicht sein Kind einen Beruf, er bringt ihm bei zu sein ein Gaslen. Ein Gaslen bedeutet Listim, Shoded. Einmal ein König von Persien hat sich verliebt an eine Schafhirterin, auf eine Frau. Aber sie hat ihm gesagt, ich werde dich nicht heiraten, nur wenn du lernst deinen Beruf. Er wollte nicht, er hat gesagt, ich bin ein König, ich brauche nichts zu lernen. Aber sie hat gesagt, König ist kein Beruf. Und zum Schluss hat er gelernt, den Beruf und gelernt, Teppich zu nähen, zu fluchen, zu machen zusammen. Und einmal war er im Gefängnis und hat man ihm gegeben, so Stroh zu machen, Teppich. Und er hat den Namen geschrieben, bis hat er Signale geschickt, wo er ist. Ich habe das gelesen als Kind in einem Buch von Burkis. Und hier steht geschrieben, das ist ein Buch von Juden aus Kurdistan und Afghanistan. Und es gibt Juden aus Tunesien. Jeder erzählt diese Geschichte von seiner Kultur. Steht in Midrash Rabbah, wenn ein Mensch arbeitet nicht in die Erde, der Arbeit in die Zeit von der Sonne hat was zu essen in dem Sommer. Oder wie man sagt, der arbeitet 6 Tage, hat was zu essen am Schabbes. Man erzählt so eine Geschichte von Aesopos, dass die Ameisen haben schwer gearbeitet und gefunden ein Chargol, so ein Kakalake. Und hat man ihn gefragt, warum hast du nicht gespart? Sagt er, ich hatte keine Zeit, ich habe gesungen. Hat man ihm gesagt, wer singt im Sommer, soll tanzen im Winter. Also man muss sparen, gefällt mir. Hasse dem Herrschaft. Ein Mensch soll nicht versuchen, herrschen die Leute, Politiker, Oberrabbiner. Sei klein, wenn einer geht an die Politik,
von so viel Last und Streit hat er Probleme. Rabbi Judah Hanasi, der war ein Präsident, sehr schwer gearbeitet und einmal hat er ihm gegeben, warme zu trinken. Der hat, bis hat er getrunken, ist schon geworden kalt. Und der Sklave, der Diener ist geschlafen, sagt Rabbi Judah Hanasi, das hat König Schlomo gesagt, süß ist dem Schlaf von der Arbeiter und der Saat dem Reichen lässt ihm nicht schlafen. Die wir, die Politiker, man braucht sie auch. Und manche sind dazu geeignet, sie haben Charakter zu sein, an Schei-Zibur, Publikumsleute, aber die, die nicht, sollen das nicht suchen. Steht geschrieben im zweiten Buch Mosche, dass Mosche ist runtergekommen von Berg zu dem Volk. Man lernt, dass Mosche ist nicht gekommen zu seinen Geschäften, sondern gleich zu dem Volk. Mosche Rabbeinu sagt, sammle mir 70 Leute, soll mir helfen. Und alle haben gezündet Kerzen. Zipporah hat gefragt, was sind diese Kerzen? Sagt Miriam, die sind geworden jetzt Richter. Sagt Zipporah, ai, ai, ai. Sie sollen die Kerzen löschen. Sie wissen nicht jetzt, wie schlimm ist das, der Mann wird nicht sein zu Hause. Sie wusste, sie wissen nicht, wie viel es kostet. Menschen denken, sie kriegen eine Herrschaft. Sie kriegen eine Position, sie kriegen eine Sklaverei. Sagt Rabbi Shua ben Levi, Rabbi Judah ben Bdaya hat mir gelernt Gesetze, viele, 60. Ich habe alles vergessen, weil ich war so viel zu tun mit dem Publikum. Der Nachfolger von der Baal Shem Tov, Rabbi Dov Ber von Mezritsch, wenn er ist geworden ein großer Rebbe und der Herrscher von dem Publikum, er hat gebetet und gedacht zu Hashem und hat gesagt, Hashem, sag mir bitte, welche Sünde habe ich gemacht, dass ich habe diese Strafe bekommen. Martin Buber. Versuch nicht, an die Leute von der Herrschaft zu nähen, zu dem König, zu dem Kaiser, zu dem Sultan. Das ist nicht gut. Sie helfen dir, wenn sie dich brauchen. Aber wenn du bekommst die Herrschaft, du vergisst dein Judentum und deinen Platz. Und der Edomit, der wollte gefallen im Auge von Shaul, hat er getötet die Leute von Irakoanim. Letzte Geschichte von Gulistan, ein persischen Dichter. Also Avraham Stahl bringt in diesem Buch sehr viel weltliche Sachen. Ein guter Mensch hat er gesehen in seinem Traum, dass der König sitzt in Gan Eden. Und der Weise, der Gelehrte, sitzt in Gehenom. Einer sitzt im Paradies und der andere in der Hölle. Er hat gefragt, wie kann sein, dass der König, wo soll man nicht sein, sitzt in Gan Eden und der Chacham, der Weise, sitzt in Gehenom. Sagt er, der König, obwohl er war König, der hat geliebt die weise Leute. Er wollte von denen lernen. Dann sitzt er in Gan Eden. Aber der Weise, der wollte immer sein wie die Könige. Und er hat verloren. Finde ich sehr, sehr süß. Du bist mit dem, die du ehrst. Egal in welchem Beruf bist du. Ich kenne Leute, sie haben Beruf, sie arbeiten schwer den ganzen Tag, aber sie lieben Torah. Sie lieben Mitzvot, sie unterstützen. Sie stehen auf morgen früh schon mit einem Lernen. Die gehen schlafen jetzt mit einem Gedanke von Torah. Die werden sitzen in Gan Eden. Gute Nacht, haben wir gesagt. Shalom.